Die israelische Armee setzt ihre Offensive im Gazastreifen fort. In Gazastadt kämpften sich die Soldaten von Haus zu Haus. Es sind erbitterte Kämpfe, denn noch immer hält die radikal-islamische Hamas zahlreiche Geiseln gefangen. Viele sollen sich im Tunnelsystem unterhalb der Stadt befinden. Unterdessen fliehen weiter tausende Menschen aus der belagerten Stadt Richtung Süden. Dort herrschen inzwischen katastrophale Zustände. Viele Menschen sind gezwungen, im Freien zu übernachten. Es mangelt an allem. Nichts wird zur Verfügung gestellt. Kein Wasser, die Toiletten sind geschlossen, es gibt keine Bäckereien. Alle 3 oder 4 Tage bekommen wir einen Laib Brot. Für den müssen wir in langen Schlangen von 3 Uhr morgens bis nachmittags um 14 Uhr anstehen. Ich übertreibe nicht, das ist die Realität. Viele Menschen wissen nicht mehr, wohin sie fliehen sollen, denn Sicherheit gibt es auch hier nicht. Die israelische Armee fliegt auch im Süden des Gazastreifens immer wieder Luftangriffe. Insgesamt hat sich die Zahl der Opfer auf palästinensischer Seite nach Angaben der Hamas auf mehr als 10.000 erhöht. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Angaben nicht. Und jeden Tag kommen nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 160 Kinder dazu. Die Hamas hatte am 7. Oktober etwa 1.400 Menschen in Israel getötet und etwa 240 Menschen verschleppt. Seitdem führt Israel eine Großoffensive gegen die Hamas im Gazastreifen.